Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzliche Grüße bei uns aus dem Garten im schönen Kassel. Wir haben gedacht, es könnte eine sehr gute Idee sein, wenn ihr die Zeit, die wir jetzt haben, neben dem Genießen des wunderbaren Wetters, auch dazu nutzt, ein bisschen selber zu trainieren. Wir wissen nicht, ob das jeder von euch schon gemacht hat, deswegen gibt es heute ein kleines Tutorial. Es ist nicht sonderlich schwer, FP1 und FP2 zu finden. Man nimmt sich einen Spiegel, setzt sich hin, sucht sich die Mitte der Augenbrauen, geht ungefähr 2,5 cm nach oben. Fertig. Gleiche Geschichte, linke Seite. FP1, kein Problem, 1000-mal gemacht. T3 und T4, absolut kein Thema. Man sucht den präaurikulären Punkt, diese kleine Höhle, geht ungefähr 2,5 cm nach oben Richtung CZ. Fertig. Man könnte sich ja vorstellen, dass man hier eine Brille hat und da oben drüber ungefähr an dem Punkt befinden sich T4 und auf der anderen Seite T3. Ebenfalls kein Problem CZ. CZ ist einfach genau in der Mitte des Kopfes zwischen T3 und T4 und zwischen dem Nasion und dem Anion. Also ungefähr hier habt ihr auch 1000-mal gemacht. Ich zeige es mal ganz kurz in die Kamera. So, schwieriger wird es eventuell, wenn es darum geht, P3 und P4 zu finden, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick. Man nimmt den Daumen der rechten Hand, geht damit zum Punkt T4 und nimmt dann den kleinen Finger und tut ihn auf CZ. Wenn ihr jetzt genau in der Mitte der beiden Punkte den Zeigefinger absenkt, habt ihr den Punkt C4 auf dem Kopf gefunden. Jetzt ist es ganz leicht, P4 zu finden, denn das Einzige, was ihr noch braucht, ist, kleiner Finger wechselt auf C4, ihr braucht O2. Dazu geht ihr ganz einfach ans Anion, geht 1 Inch nach oben, 2,5 cm, 2,5 cm nach rechts, dann habt ihr O2. Genau in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten findet ihr P4. Eigentlich ganz einfach. Das Letzte, was vielleicht noch fehlt, ist, um Alpha Theta machen zu können, auf der Mittellinie FZ und PZ, auch gar kein Problem. Geht wieder mit einer Hand oben auf CZ, der kleine Finger setzt sich dort ab, geht nach hinten ans Anion, geht 2,5 cm nach oben und habt OZ. Genau die Mitte davon ist PZ, einer der wichtigen Punkte, die ihr benötigt, um Alpha Theta zu machen, was ich in diesen Zeiten durchaus empfehlen würde. Der letzte Punkt, der vielleicht noch von Bedeutung ist, könnte FZ sein. Auch das kein Problem. Ihr könnt einfach den Finger auf PZ halten. Ihr sucht euch den Punkt FZ, 2,5 cm von zwischen den Augenbrauen nach oben. In der Mitte davon findet ihr FZ. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Trainiert viel. Wir tun's auch. Wir hören uns bald wieder und ich hoffe, der ganze Mist ist bald vorbei. Liebe Grüße aus Kassel. Ciao.